In diesem Video erfährst du, welche pflanzlichen Lebensmittel reich an Zink sind und warum vor allem Vegetarier und Veganer, insbesondere Männer, auf ihre Zinkzufuhr achten sollten. Viel Spaß! Zink ist ein essentielles Spurenelement, das in unserem Körper eine wichtige Rolle spielt, zum Beispiel bei der Funktion des Immunsystems und der Zellteilung. Studien deuten darauf hin, dass eine ausreichende Zinkzufuhr die Länge und die Stärke einer Erkältung abmildern können. Bevor wir uns den Lebensmitteln zuwenden, möchte ich kurz auf den Tagesbedarf an Zink eingehen. Der tägliche Bedarf kann variieren und hängt davon ab, wie viel Phytat du mit der Nahrung aufnimmst. Phytat ist ein sekundärer Pflanzenstoff, der Pflanzen vor Fressfeinden schützt. Er kommt vor allem in Hülsenfrüchten, Soja und Vollkorngetreide vor. Im Dünndarm bindet Phytat Zink und damit steht unserem Körper weniger Zink zur Aufnahme bereit. Phytat hemmt also die Aufnahme von Zink in unserem Körper. Daher variieren die empfohlenen Tagesmengen an Zink, je nachdem, wie viel Phytat du mit der Nahrung aufnimmst. Für Frauen ab 19 Jahren mit niedriger, mittlerer und hoher Phytatzufuhr beträgt die empfohlene Zufuhr 7 mg, 8 mg oder 10 mg Zink pro Tag. Für Männer 11 mg, 14 mg oder 16 mg Zink pro Tag. Für schwangere und stillende Frauen liegen die Werte etwas höher als für nicht schwangere Frauen. Das sind die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Männer haben einen höheren Bedarf an Zink als Frauen. Männer, die sich vegetarisch ernähren und viele Hülsenfrüchte essen, haben deshalb ein höheres Risiko für einen Zinkmangel. Kommen wir nun zu den Lebensmitteln. Gute Zinkquellen sind zum Beispiel Rind- und Schweinefleisch, Käse, Milch und Eier. Besonders reich an Zink sind vor allem Austern. 100 Gramm Austern enthalten rund 20 Milligramm Zink. Aber wer isst schon jeden Tag Austern? Erstens Kürbiskerne. Kürbiskerne sind ein großartiger Zinklieferant und können einfach in die Ernährung integriert werden, zum Beispiel in einem Müsli oder in einem Salat. 100 Gramm Kürbiskerne enthalten etwa 7 Milligramm Zink. Zweitens Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne sind kleine Kraftpakete mit hohem Zinkgehalt. In 100 Gramm Sonnenblumenkernen stecken etwa 5,7 Milligramm Zink. Sie sind ideal als Snack zwischendurch oder als Topping für euren Salat oder euer Müsli. Drittens Bergkäse. Bergkäse ist eine hervorragende Zinkquelle. In 100 Gramm Bergkäse sind etwa 5 Milligramm Zink enthalten. Also denkt daran, eine Scheibe Käse in dein Sandwich zu packen oder einfach so als Snack zu genießen. Viertens Haferflocken. Haferflocken sind eine super Zinkquelle und ein tolles Frühstück. In 100 Gramm Haferflocken stecken etwa 3,6 Milligramm Zink. Ein leckeres Porridge am Morgen kann deinem Körper also den nötigen Zinkkick geben. Haferflocken sind auch ein großartiger Eisenlieferant. Fünftens Erbsen. Auch Erbsen sind eine tolle Zinkquelle. In 100 Gramm Erbsen sind etwa 3 Milligramm Zink vorhanden. Sechstens gekochter Wildreis. Wildreis ist nicht nur lecker und gesund, sondern auch reich an Zink. In 100 Gramm gekochten Wildreis sind etwa 2,1 Milligramm Zink enthalten. Eine gesunde Beilage, die deinem Körper viele Nährstoffe liefert. Siebtens Tofu. Tofu ist nicht nur für Vegetarier und Veganer eine großartige Zinkquelle. In 100 Gramm festen, gegarten Tofu sind etwa 1,45 Milligramm Zink enthalten. Eine gesunde Proteinquelle, die euren Zinkbedarf deckt. Achtens Vollkornnudeln. Auch Vollkornnudeln sind reich an Zink. 100 Gramm Vollkornnudeln enthalten etwa 1,3 Milligramm Zink. Genieße also deine leckere Pasta und tu deinem Körper gleichzeitig etwas Gutes. Besonders wenn du Vegetarier oder Veganer bist, solltest du dich abwechslungsreich und bewusst ernähren. Denk daran, eine einseitige Ernährung mit Hülsenfrüchten, Soja und Vollkorngetreide kann die Aufnahme von Zink in deinem Körper beeinträchtigen. Wenn du wissen möchtest, welche Anzeichen bei einem Zinkmangel auftreten können, schau dir unser Video dazu an.